Moin Freunde, heute schauen wir uns mal den Definitionsbereich einer Funktion an. Viel Spaß! Zunächst mal, was ist der Definitionsbereich eigentlich? Ganz einfach. Der Definitionsbereich sind alle x-Werte, für die eine Funktion definiert ist. Ach was, Definitionsbereich hat etwas mit Definition zu tun? Geht das vielleicht auch ein bisschen ausführlicher? Als Beispiel nehmen wir uns mal die Funktion f von x gleich x². Sie hat diesen Graphen. Ihr dürft jede Zahl einsetzen, weil für jede Zahl das Quadrat definiert ist. Zum Beispiel 1² ist gleich 1 oder 0² gleich 0. Oder -4/7 ins Quadrat gleich 16/49. Es ist völlig egal, ihr dürft jede Zahl einsetzen. Der Definitionsbereich ist also alle reellen Zahlen. F von x gleich x² ist also überall definiert. Achtung, verwechselt den Definitionsbereich nicht mit dem Wertebereich. Zum Wertebereich gehören alle Funktionswerte, die die Funktion annimmt, also alles, was rauskommen kann. Bei der Funktion f von x gleich x² dürft ihr zwar alle x-Werte einsetzen, ihr bekommt aber nicht alle y-Werte raus. Beim Blick auf den Graphen gibt es nämlich keine negativen Funktionswerte. Quadrate reeller Zahlen sind immer größer gleich 0. Merkt euch also, im Definitionsbereich einer Funktion liegen alle x-Werte, für die die Funktion definiert ist, also alle Werte, die ihr in die Funktion einsetzen dürft. Ihr schreibt den Definitionsbereich meist mit einem D. Manchmal sagt man auch Definitionsmenge dazu. Merkt euch auch, dass es neben dem Definitionsbereich noch den Wertebereich gibt. Hierzu zählen alle Funktionswerte, die rauskommen können. Also alle möglichen y-Werte. Nicht verwechseln! Am besten machen wir mal ein Beispiel, bei dem die Funktion nicht überall definiert ist. Schauen wir uns mal die Funktion f von x gleich 1 durch x an. Wenn ihr euch den Graphen dazu anschaut, seht ihr schon, dass bei x gleich 0 kein Funktionswert sichtbar ist. Das liegt daran, dass ihr in die Funktion 1 durch x nicht 0 einsetzen dürft. Durch 0 teilen ist nicht definiert. Der Definitionsbereich lautet also R ohne 0. Also alle reellen Zahlen außer 0. Man sagt auch, die Funktion hat dort eine Definitionslücke. Am besten noch ein Beispiel. Die Funktion f von x gleich Wurzel x sieht grafisch so aus. Es gibt nur für positive x-Werte auch eine Wurzel. Die Wurzel von negativen Zahlen ist nicht definiert. Okay, okay, für diejenigen, die jetzt aufschreien, und was ist mit komplexen Zahlen? Stopp! Wir betrachten hier nur reelle Funktionen. Und für reelle Zahlen ist die Wurzel aus einer negativen Zahl nicht definiert. Zurück zum Thema. Wie gerade gesagt, für reelle Zahlen ist die Wurzel aus einer negativen Zahl nicht definiert. Und da muss es bei euch klingeln. Nicht definiert bedeutet nicht im Definitionsbereich. Also gilt d gleich alle positiven reellen Zahlen. Und 0 natürlich. Gucken wir uns nochmal ein klassisches Abiturbeispiel einer gebrochenen rationalen Funktion an. Gebrochen rationale Funktionen haben immer einen Bruchstrich. Zum Beispiel f von x gleich x hoch 3 plus x² minus 1 geteilt durch x minus 1. Der Graph sieht so aus. Im Zähler steht ein Polynom. Das müsst ihr nicht weiter betrachten, denn Polynome sind überall definiert. Der Nenner macht dagegen Probleme. Ihr wisst ja, durch 0 teilen ist nicht definiert. Welche x-Werte müsstet ihr denn einsetzen, um 0 im Nenner zu bekommen? Klar, x gleich 1, denn f von 1 ist gleich der obere Teil durch 0. Das geht nicht und deswegen ist bei x gleich 1 eine Definitionslücke. Der Definitionsbereich lautet also R ohne 1. Fassen wir das Wichtigste nochmal zusammen. Im Definitionsbereich einer Funktion liegen alle x-Werte, für die die Funktion definiert ist. Also alle x-Werte, die ihr in die Funktion einsetzen könnt. Bei gebrochen rationalen Funktionen habt ihr immer einen Bruchstrich und deswegen auch Definitionslücken. Durch 0 teilen ist nicht definiert. Achtung, verwechselt den Definitionsbereich nicht mit dem Wertebereich. Beim Wertebereich sucht ihr alle möglichen Funktionswerte, die rauskommen können. Beim Definitionsbereich sucht ihr alle x-Werte, die ihr einsetzen könnt. Das war's auch schon wieder. Achtet auf Definitionslücken und bis bald! Du willst passende Aufgaben zu diesem Video? Dann klick jetzt hier und hol dir die SimpleClub-App. Dort findest du Aufgaben auf Klausurniveau und mit einfachen Lösungswegen, sodass du alles verstehst. Also klick jetzt hier und hol dir die App. Bis gleich!